Jo, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf Skellyfans & Co. Und hier ist der Tinkerbell. Und wir spielen weiterhin Superchargers. Jo, ich bin jetzt, Solly ist ja in Kapitel 9 angekommen und ich mache jetzt natürlich Kapitel 9 und 10, obwohl 10 ja, glaube ich, nur die, ja, ist ja nur die Akademie. So, just a moment. Wir wollen erstmal natürlich, ja, mal gucken, was hier so versteckt ist, ne? Hier, so sieht's aus. Die wollen wir natürlich sammeln. Brauchen wir ja. Oh, ein Wunschstein. Hm, leckerer Lebkuchen. Ja. So. Skylander des Magie-Elements sind in dieser Zone stärker. Ja, wir haben aber kein, nur aus älteren Spielen natürlich, aber wir wollen eine Tür. Hätte den Lebkuchen mal aufheben sollen. Für schlechte Zeiten. Ist hier noch was? Ja, natürlich ist hier noch was. Wer schießt hier? Da schießt jemand. Muss da oben sein. Ja, ganz toll. Ich hätte mich wahrscheinlich erstmal um die kümmern sollen. So, was haben wir hier? Just a moment. Hier fliegt doch einer lang mit dem Blitz. Ja, na, sehr schön. Wunderbar. So. Ja, Moment. Nee, ich wollte jetzt. Ja, geht nicht mehr anders. Oh, hey, ich hab den aber bekommen. Na jo. Ey, ich wollte nur dran vorbei. Komische Schummelgurke, du. So, nee, ich muss dann da. Nein! Wieder in falsche Richtung. So, Moment. Nippie! Mensch, ist aber gemein jetzt hier, was mit mir getrieben wird hier. So, halt stehen bleiben. So. Oh. Upsala. Ein bisschen geschubst, aber naja. So. Das ist immer fies, mich einfach runter zu schubsen hier. So, immer Gummi. Oh. So. So, jetzt will ich hier runter, ja. Lass mich hier runter. Nee, man geht aber woanders tanzen. So. Ja, nein, dann wird er mal hier. Halt. Nein, hier geblieben. Sag mal. So. Ich will an den Punkt genau, naja, einigermaßen. So, 3 Punkte verdient. Na, aber sicher, ohne Gedeben gehe ich gar nicht raus. So. Oh, diese Mistkrücke da hinten, ey. Nehmen wir nachher gleich mal eins mit Überlapp ziehen. Eine Boombox. Alles klar. Platziere diese legendären Schatz in der Akademie. Ja, okay. Um zu erfahren, was er kann. Erfahren tut man nämlich gar nichts. Irgendwie komischerweise. So. Ja, ja. Ich bin gleich bei dir. Ich werde mich gleich um dich kümmern. Dann siehst du aber alt aus, Kollege. So. Hier unten war ich denn. So, jetzt werde ich mich jetzt erstmal um diesen Schieß... Kollegen da kümmern. Ja, super. Jetzt habe ich ja aufgemacht, aber ich weiß ja nicht wofür, weil weiter schwimmt der da halt, ne? Doch. Wow. Okay. Hier ist ein Pinata. Okay. Nehme ich doch dankend an. Hier kommen wir aber nicht mehr rüber. Nee, da muss ich erstmal mein Schiffchen wieder nehmen hier. Mein Flößchen. Wo ist denn der Schießprügel? Den will ich mir da vornehmen. Sie starten einen letzten Angriff auf unseren heiligen Drachentempel. Wenn er zerstört wird, kann niemand mit dem Wolkenatmer sprechen. Ja, das wollen wir doch verhindern, ne? Luftangriff aufhalten und den Tempel retten, Skylander. Himmelsfahrzeug, um diese Zone zu betreten.
Ja, okay, er hat dieser dämliche Forts-Typ da, der mich ja ständig beschossen hat. Das ist mal kurz mal Ruhepause. Den nehme ich mir den gleich vor, aber wir müssen ja erstmal eine Runde flattern, ne? Stealth Stinger. Supercharged. Genau. Wir sind supercharged. Gelle? Verteidige diese Jagdschiffe und beschütze den Tempel, Skylander. Ja, okay. Kann ich versuchen. So. Den Schnilch da hinten haben wir das schon mal weggerotzt. Moment, was ist denn hier? Man sollte auch was bekommen. Wäre ganz nice. Ah, kann ich hier rein? Hier kann man rein, ja, aber ich hab kaum was bekommen. Naja, gut. So, dieser Fortschnorren ist auch weg. Nächsten Knöllchen suchen hier. Eine ganze Menge. Nur die, wo die Pfeile anzeigen. So. Okay, mal ein bisschen Gummi geben hier. Oh ja, ich werde beschossen. Du machst das super, Skylander Kumpel. Solange Chaos keine Kampfschiffe schickt, ist alles in Butter. Ja, die sind schon die ganze Zeit da. Diese Schiffe eröffnen das Feuer. Achtung! Ja, also wie hätte man damit aber auch rechnen sollen? Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr erwischen. So. Weg hier. So, du auch da drüben. Weg da. Ja, ich wollte eigentlich mal hoch. Lass mich mal hoch. So. Was ist das hier? Soll ich die Ballons jetzt killen? Ich kann es mal versuchen. Lass mich doch mal den Ballons killen jetzt hier. Was ist denn das jetzt hier? Okay, ich wäre beinahe mit dem Ballon abgestürzt, aber... Okay, jetzt noch ein paar wegpusten, die mich hier stören. So, schneide ich mal den einen vom Latz. Geklappt, super Arbeit. Zum Kampf geht's in die andere Richtung, Skylander. Ja, ich kann ja gar nichts machen. Warte, was? Schnell, danke, dass du unseren Tempel gerettet hast, Skylander. Aber der arme Wolkenatmer-Drache liegt noch immer in Ketten. Bitte befreie ihn. Jo, Himmelstern abgeschlossen. Anscheinend war da wohl eine rote Kiste, aber die habe ich wohl denn natürlich nicht bekommen, weil nochmal fliegen kann ich ja nicht. Ich konnte da auch nicht mehr hin. Ich wollte da hindenken, aber ging ja nicht. Ja, ja. Ganz lecker. So, gehe ich mal hier runter. Haha,
So. Oh Mann, diese Mistminen. So. Ich wollte gucken, ob da was ist, und dann vergesse ich diese Minen. Oh, sehr schön. Danke. Mehr ist ja nicht. Okay. Nee, anscheinend nicht. Ah, okay. Ich gehe jetzt mal durchs Tor da. So. Zack, 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 zack. Ey, ich hab da drauf gedrückt. Okay. Hallöchen. So. Ja, wenn ich rauskomme, dann muss ich erstmal wieder ein bisschen abbiegen. Ich habe was vergessen, glaube ich. So. Warte, was willst du denn? Diese Bro wollen das Böengetriebe blockieren, das die Wolken in den Skylands verteilt. Wenn wir sie nicht aufhalten, wird der Himmel bald komplett leer sein. Lass nicht zu, dass das Böengetriebe stillsteht, Skylander. Wir brauchen die Wolken mehr als jemals zuvor. Ja, okay. Mache ich. Skylander des Lebenselements sind in dieser Zone stärker. Ja, zufälligerweise sind wir ja sogar leben. Das passt doch, ne? So. Ist hier noch jemand? Außer Min? So. Okay. Oh. So, nehme ich mal mit hier. Ja, okay, ausruhen kann man sich darauf nicht. Ich kann einen Kaffee schlürfen, aber nö, ist nicht drin. Ja, okay. So. Na, so, geh mal weg hier. Klingt zu fürchterlich. Furchtbar. Ah, da oben ist der Schießi. Mit einer davon. So, der ist mal weg. Ja, ich gehe mal nach oben. Ich kümmere mich mal um euch hier, weil es nervt mich hier irgendwie doch tierisch. So, da ist noch einer. So. Du willst auch noch was haben. Bitteschön. So, meine EP-Punkte möchte ich auch gerne haben. Und da kommt noch so eine Knallschote. Ach, diese Drehtypen schon wieder. Ach, die sind ja ekelhaft. Kann ich ja nicht aufstellen, ne? Oh, meine Güte. Ja, okay. Wollen wir hier unten weitermachen? So. Ja, ich wollte eigentlich wieder nach oben. Da geht es ja auch eigentlich weiter. So, haben wir es bald. Meine Güte. Okay, dann räume ich jetzt mal hier oben die alle weg jetzt hier und dann gehe ich nochmal runter. Wo kommen die denn her? Ist hier nur ein Spender oder was? Eieieiei, meine Güte. Das war ja auch eine Karambolage jetzt hier. Okay, ich gehe nochmal unten gucken, ob da noch jemand übrig geblieben ist. Nee, anscheinend nicht. Okay. Sind anscheinend wieder hochgekommen. So, meine Pünktchen möchte ich natürlich haben. Oh meine Güte, fast Stufe 9 erreicht. So.
Was haben wir da? Wetter Special Spitzen plus 30 maximale Gesundheit und plus 10 Rüstung plus 6 Tempo. Nein, erstmal nicht. So. Juppie. So. Der müssen wir wohl hier durch, wa? Wieder? So. Jo, den gehen wir mal hier runter, weil das habe ich mir vergessen. So. Reichlich heimlich. Ja, und reichlich Kohle. So. Mein Bötchen. Ey! Okay. Aber geht's dann irgendwie weiter? Nee. Ach, hier war ich ja schon. Ha, ha, ha. Stimmt ja. Ja, ist gut. Okay, den nehme ich wieder mit, ja? Danke. So, ich steig mal hier aus. Ein Gong. Aber eine Tür gibt's wohl, glaube ich, hier nicht dazu. Was haben wir denn hier? Was zu essen und Geld. So, lass mich mal hier durch. Noch mehr Essen. So. Jo, noch mehr Geld. Gut, ne? Jups. Okay, dann werde ich mal den Gong betätigen. Moin. Darauf falle ich nicht nochmal rein. Ich weiß, dass du es bist, Skylander. Oh, ich gehe nochmal drauf. So. Rush Crusher. Ja, ein... Ich habe gesagt, du sollst aufhören, diese Gongs zu läuten. Jetzt gibt's Ärger. Angriff! Ja. So. Ah, diese Typen da hinten, die nerven erstmal hier. Die werfen mir ständig nach irgendwas. Das so, danke. Der erste Schlüssel gehört schon mal mir. So. Oh, diese Drehtypen schon wieder, ey. Das ist die Nerven. Glaubt man gar nicht. Aber ich hab den wohl erwischt. Oh ja, Stufenaufstieg ist schön. Können wir alle gebrauchen. Haha. So, weg hier. Ich sag dir, weg hier, dann kommt immer mehr davon. Hält mir ja nicht aus, sowas. So, meine. So, haben wir es bald? Ah, da ist der Schlüsseltyp. Aber ich will mir erstmal die hier krallen hier. Die nerven nämlich tierisch. Ich wollte gerade springen. So, wo ist der Knochentyp hier? Da ist er. Danke. Oh, vorbeilaufen sollte ich nicht. So, dann mal hier rein, wa? Der Sockenschnüffler. Alles klar. So, 6 von 6 Kisten, so wie es sein muss. Das ist doch sehr schön. Jo, damit sind wir mit Kapitel 9 fertig. Alle drei Sterne. Willkommen, ihr Kleinen. Was führt euch in den Tempel des prächtigen Wolkenatmerdrachen? Natürlich bin ich das. Entschuldigung. Meister Drache, das ist alles, was wir von Meister Ion haben. Reicht dir das, um ihn zu finden? Seltsam. Ich rieche üble Vorzeichen. Ich war's nicht. Euer Meister Ion ist jenseits der Grenzen der Lebenden in dem Land der Gespenster.
Kommt, ich bringe euch zu eurer Akademie. Flynn! Okay, das war ich. Das war mega cool. Jetzt wissen wir, wo Meister Ion gefangen gehalten wird. Aber dorthin zu kommen, wird nicht leicht sein. Die Rissmaschine deines Fahrzeugs hat einen Ausstoß, der der Energie von 3,2 Billionen Blitzen entspricht. Aber um ins Land der Gespenster zu gelangen, müssen wir deine Rissmaschine auf 10 Billionen Blitze steigern. Es gibt nur ein Objekt in den Skylands, das diese Menge an Energie erzeugen kann. Und das ist der donnernde Blitz des Wolkenreichs. Wir haben Königin Cumulus um Hilfe gebeten. Aber bevor wir irgendetwas tun können, braucht Max als Vorsichtsmaßnahme ein paar Felddaten von deinem Fahrzeug. Okay. Wir sind in Kapitel 10 angekommen. Ja, komischerweise zählt ständig die Akademie als neues Kapitel. Schöne Verschwendung von Leveln. Also, naja. Finde ich nicht mehr so schön, ehrlich gesagt. Wie geht's, Skylander? Ich hörte, du brauchst einige Verbesserungen für dein Fahrzeug. Das ist gar kein Problem. Schwierig wird es nur, die Rissmaschine mit der Energie von 10 Billionen Blitzen zu verbessern, ohne eine Kettenreaktion auszulösen, die das ganze Universum zerstört. Wirklich? Ich male mal wieder Katastrophen an die Wand, oder? jedenfalls kannst du eins deiner Fahrzeuge auf den neuen Teststrecken Probe fahren, die ich gebaut habe, um ein paar Zahnräder zu sammeln, damit ich dich richtig kalibrieren kann und so. Wir haben eine Teststrecke für See, Himmel und Land. Benutze sie, wann immer du magst. Ja, okay, dann machen wir das natürlich, ne? Muss ich ja wohl. Ich habe gerade noch Luft drauf. Du brauchst ein Seefahrzeug, um diese Zone zu betreten. So, nehmen wir mal eine Runde flattern, denke ich mal. So. So. Mip. Boim. Bin auf Mission. Jo. Meine Güte, das ist ja ganz schön, so. Was soll ich hier sammeln? Achso, Zahnräder. Oh ja, 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 meine Güte. Da oben sind die. Upsala. Das Fliegen habe ich wohl noch nicht so drauf. Okay. Ja, gar nicht okay. Ja toll, dann gleich vorbei geflogen. So, ein paar Stück habe ich bekommen. Mal Platz hier. Boah, wieder vorbei geflogen. Vielleicht kriege ich die ja noch. Wo waren denn die? Da unten. So, oh, nee. Oh. Ich kann das nicht. Was? Nimm ein anderes. Probier's nicht immer das gleiche. Ja, nein, ich muss da versuchen, Ist das schließlich ein Testgelände. Ich muss auch meine Fähigkeiten oder nicht von den Fähigkeiten irgendwie verbessern. Also Gas geben kann ich wirklich vergessen. Denn da was einsammeln, das ist... Okay, die habe ich wohl bekommen. So. Aber ich brauche noch ein paar mehr. Oh, meine Güte.
Nimm die doch mal mit. Ja, da oben sind noch welche, die will ich haben. So. Ja, ja. Zwei Stück noch. Wo seid ihr? Ja, die sind überall und nirgends. So. Da waren noch welche, ne? So. Müssen wir auf der Linie bleiben hier, dann müsste ich das doch... Ja, ich habe die geschafft. So, dann fliege ich mal wieder zurück. Okay. Das bleibt unser kleines Geheimnis. Ja, das bleibt unser Geheimnis. Hat doch keiner gesehen, wie ich nicht fliegen kann. Ups. Ja, ich muss hier mal ein paar Rennstrecken und Flugstrecken und Wasserstrecken muss ich mal echt üben. Cool, ein Wunschstein. So, ich soll mit Max sprechen, ja? Das mache ich doch gleich mal. Jetzt spricht der mich weit, Mann. Ich bin der geheime Ninja-Kommando-Agent 11 und 3 Fünftel. Es ist meine Mission, dir deine geheimen Supercharger-Herausforderungen zu geben. Ja, in denen ich total verkacken werde. So. Was haben wir denn hier? Supercharger-Kombo autorisiert. Bitte fahre mit deiner Herausforderung fort. Ey, wenn ihr euch mal richtig abkacken wollt vor Lachen, dann kann ich ja mal so ein Ding hier mal testen. Zwar nicht jetzt, aber ja. 70.000 Punkte für 3 Sterne. Das wird lustig. Mit mir vor allen Dingen auf jeden Fall. Ja. So, das sind die Herausforderungen für Superchargers Kombination. Also ich werde es auf jeden Fall mal testen. So, okay, ja, okay, ich kann mal die Wunschsteine dann mal reinwerfen. So. Mal sehen, was wir da kriegen. So, plumm. Und Trampolin, ja. Trampolin, tatsächlich. Bing. Ah ja. Chaos, Eintrag oder sowas. Super, was? Du kannst dir Schriftrollen im Spielraum der Akademie ansehen. Spielraum, der nicht vorhanden ist. Zumindest noch nicht. Glauben? Neue Skyloser, die sich selbst Superchargers nennen, meinen, dass ihre bemitleidenswerten Fahrzeuge mächtig und schnell genug sind, um es mit meinem wunderschönen Skyschlinger aufzunehmen. Lächerlich! Warum seht ihr Narren es nicht ein? Egal, ob an Land, auf See oder im Himmel. Ich, Chaos, herrsche über alles! Ja! Notiz für mich. Ich habe die absolute Kontrolle über die Portale übernommen, um diesen lästigen Posermeister auszusperren. Glamshanks muss sofort los, um herauszufinden, wie diese Deppen-Charger überhaupt hergekommen sind. Aber bestimmt ist es irgendwie seine Schuld. Ja, das verraten wir dir bestimmt nicht. So. Bing. Soll ich jetzt mit dem Tor anfangen? Ein blaues Tor. Toll. Jo. Bing. Oh, ein Teppich. Supercharger Teppich, sag ich doch. Supercharger Teppich, da ist noch Elementarsymbole drauf oder so, oder? Ja. Okay. Bing. Ein Singelstein, ja. Kommt doch mal was. Nightfall, na schön, wo der, wo die alle zurückgeschickt war, zurückgerufen worden sind. Neue Kraft, Kraft freigeschaltet. Struppelkopftag, jo. Mahlzeit. Vorschau genießen wir uns auf jeden Fall, weil wir die Figur noch nicht genießen können. Nightfall. Ah,
So viel ich erkennen konnte, ja, sieht das schon mal cool aus. So. Und ein Hütchen. So, Bronzezylinder. Plus 2 Tempo, plus 5 Rüstung, plus 5 kritische Trefferwahrscheinlichkeiten. Ja gut, ist nicht gerade das Gelbe vom Ei. Nein. So. Ja, jetzt sind wir auf 0 runtergeschrumpft. Ja, so kann es passieren, ne? So, okidoki, das, jetzt habe ich mir einen Testflug gemacht, jetzt habt ihr mal schön gesehen, wie dämlich ich mich dabei anstelle. Jo, ich glaube, ich bin auf dem Drachenfohlen ein bisschen besser zurechtgekommen als hier, komischerweise. Aber selben, ja, gut, spezielle Sachen einzusammeln beim Flug, das fällt mir wirklich schwer, auch beim Fahren. Das ist schon Mist. Gut, aber da das ja leider hier als Kapitel zählt, wollte ich das natürlich mit aufnehmen. Aber ja, zwei Kapitel jeder machen. So. Kann ich am nächsten ein bisschen was wegräumen hier. So. Jo, hier genau, hier die einzelnen Rennen will ich mal dann mal versuchen. Supercharger Herausforderung. Ja, da will ich mal sehen, wie ich abkacken tue. So. Okidoki. Vielleicht machen wir mal so eine Folge und dann werden wir die mal mit hochladen, ne? Wenn ihr Lust habt. Ich werde es vielleicht erstmal privat probieren, ob ich es überhaupt schaffen tue. Irgendeinen Platz zu erreichen. Um diese Zone zu ja, betreten. Nicht jetzt. So. Und erstmal sehen, welchen Platz ich überhaupt erreichen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt Einzelrennen mache, muss man sehen, ne? Ich werde es mal austesten. Okay, dann sage ich erstmal Tschüssi hiermit und ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn Solly denn Kapitel 11 und 12 macht. Also, bis dahin, sagt euer Tinkerbell. Ciao, ciao.